Hallo, herzlich willkommen bei der Schmankerl-Tour von Werner Wino, Marktgemeinde Dürrbach in Halsbach, Westmittelfranken. Neben mir am Weiher Sebastian Salomon. Also vielen Dank, dass wir bei dir vorbeischauen können. Seines Zeichens oder deines Zeichens Kaviar-Produzent. Ja. Einer der ganz wenigen in Deutschland und ich glaube in Mittelfranken. Der Einzige. Der Einzige. Ja. Wie kommt man da drauf? Also bei uns, wir sind in einer Karpfenregion, bei uns gibt es relativ viele Karpfenproduzenten. Und wie ich angefangen habe, habe ich mir gedacht, ich muss irgendwas Besonderes machen, was keiner eigentlich macht. Und da bin ich auf den Stör gekommen. Und der Stör ist halt ein relativ robuster Fisch, er hat weniger Krankheiten als alle anderen Fischarten und ist im Verhältnis zum Aufzuziehen wie der Karpfen im Vergleich. Im Anfangsstadium ist er ein bisschen schwieriger, aber es ist halt was Besonderes in der Region. Mhm. Es gibt nicht nur, es gibt einen in Mittelfranken und deutschlandweit sind es an die 20, 30 Betriebe. Aber du züchtest auch selbst? Ich züchte selber meine Störe. Ich mache sie vom Ei bis zum Kaviarfisch selber. Ich produziere 11 verschiedene Störarten bei mir im Betrieb. Produziere vom Hausen bis zum Albino-Stallett alles. Hauptstörarten sind Wachstick und Berry, also das sibirische Stör. Das sind eigentlich die Hauptstörarten. So die anderen Störarten laufen alle ein bisschen nebenher. Mhm. Ein Beluga muss halt relativ groß sein, als er da außen bis er das erste Mal Kaviar hat. Das sind jetzt die ältesten 18 Jahre. Wie groß sind die? Die haben so an die 100 Kilo. Mhm. Also zwischen 80 und 100 Kilo werden es irgendwo liegen. Die werden nächstes oder übernächstes Jahr das erste Mal in die Reife gehen. Und davon werden dann die ersten eigenen Hausen produziert. Und so der Kaviar-Markt in Deutschland, nimmt der zu oder? Er nimmt zu, also wenn ich meine Jahre, die letzten Jahre anschaue, es wird jedes Jahr mehr. Es ist halt relativ schwierig in dem Kaviar-Markt zu bestehen. Die großen Firmen produzieren natürlich mehr wie ich. Also ich bin halt ein relativ kleines Unternehmen, produziere alles in meinen Teichflächen. Die Fische sind immer draußen. Die Jungfische sind im Kreislauf die ersten 2 Monate, bis sie vom Fischreihen immer gefressen werden und dann kommen sie alle raus in die Teiche. Das ist auch die Besonderheit bei dir, dass die im Weiher. Genau, dass die im Weiher aufwachsen. Die brauchen natürlich länger, bis sie das erste Mal Kaviar haben, wie in einer Warmwasseranlage. Aber ist halt, finde ich, natürlicher, als wie wenn sie in einer Kreislaufanlage oder in einer Warmwasseranlage aufzogen werden. Das merkt man aber bestimmt dann auch am Geschmack oder in der Qualität. Am Geschmack kann ich es nicht beurteilen, ich habe es noch nicht verglichen miteinander, aber mein Korn ist auf jeden Fall größer wie das aus den Kreislaufanlagen. Also ich habe so beim Berry als Erstleicher ein 2,9er Korn bis 3 mm Korn und je älter der Fisch wird, desto größer mein Korn. Wenn ich natürlich einen Fisch habe mit 15 bis 16 Jahren im sibirischen Stör, der zum zweiten Mal oder sogar zum dritten Mal in die Reife geht, der hat ein 3,4er Korn, 3,6er Korn, das ist halt dann schon was Außergewöhnliches. Also meine Fische werden im Quellwasser gehältert, bevor sie geschlachtet werden. Und das ist das sauberste Wasser, was wir hier in der Region haben. Okay. Kamerakind 1 oder 2? Fragen. Was ist denn eigentlich so bei Kaviar so die Zubereitungsweise? Also da sind vielleicht einige unserer Zuschauer nicht so firm, weil wie macht man den eigentlich? Also wie man Kaviar produziert, also zum Kaviar produzieren wird der Fisch geschlachtet. Alle anderen Methoden, was es so im Internet gibt, oder sind in Deutschland nicht zugelassen und würde ich auch nicht machen, weil es einfach für den Fisch besser ist, wenn er geschlachtet wird und nicht, wenn er aufgeschnitten wird, rausgenommen wird, zugnäht und 50% von den Fischen überleben es oder die anderen 50% überleben es nicht. Und wenn ich das mache, dann wird der Fisch auch verwertet und nicht weggeschmissen. Also es wird alles vom Fisch verwertet und der Kaviar wird dann rausgenommen, wird durch ein Sieb gesiebt, also durch ein ganz spezielles Sieb. Von Kaviarmeister habe ich das gekriegt, das Sieb. Und dann wird er einfach nur gewaschen und gesalzen.
und dann wird er in die Dosen verpackt. Also es kommen keine Zusatzstoffe in das rein, es ist ein reines Naturprodukt. Und das ist dann auch nicht so lange haltbar? Er ist nicht so lange haltbar, wie das, wo Konservierungsstoffe mit drin sind. Also ich habe eine Haltbarkeit bei 4% Salz, circa 4 Monate. Also 4 Monate haltbar ist er. Und wobei man sagen muss, der Stör selbst ist ja auch ein hervorragender Speisefisch. Ist ein hervorragender Speisefisch, hat keine Gräben, hat ein relativ festes Fleisch, also fester wie eine Forelle und ein Karpfen, das zerfällt nicht. Das kann man auf den Grill legen, ganz normal grillen und super. Muss man nicht aufpassen, das fällt nicht runter, zerfällt nicht und ist halt vom Geschmack her auch was ganz Besonderes. Es ist jetzt mit keinem anderen Fisch vergleichbar und ja, es ist ein schönes Produkt. Das ist jetzt der, das ist jetzt der größte? Ist der größte Weiher, ja. Weiher von dir? Der hat jetzt 1,1 Hektar, auf dem Weiher schwimmen aktuell 600 Wachsig, also der russische Stör, 200 sibirische Störe vom letzten Jahr. Die haben jetzt ein aktuelles Gewicht von 500 Gramm vom letzten Jahr. Dann schwimmen da 200 Wachsig-Bärig-Hybriden, das ist eine Kreuzung aus den zwei Arten. Die haben auch so 500 Gramm, sind auch vom letzten Jahr. Die Wachsig sind vom Jahr davor, die haben zwischen 1 und 2 Kilo. Dann schwimmen noch eine Portion Bester, das ist eine Kreuzung aus Hausen und Stallet. Haben auch zwischen 1 und 2 Kilo und die brauchen jetzt die Fische für die Kaviarproduktion in 6-8 Jahren. Mhm. Also hier drin schwimmen. Und in den anderen Teichen, da sind dann die großen drin. Da schwimmen dann andere Altersklassen, da schwimmen sie dann von heuer in einem Teich, ja. Und dann die nächsten Generationen immer weiter. Können wir da mal hinschauen? Ja. Okay. Bis gleich. Von heuer. Lebendig. Wann ist der geschlüpft ungefähr? Mai. Mhm. Das ist aber einer von den kleineren, da sind noch größere drin. Mhm. Davon. Die anderen sind doppelt so groß wie der. Okay. Du hast halt welche, die wohl langsamer wachsen, ja, oder klar. Welche, die wohl schneller wachsen. Ja, jetzt ist er dann 15, da wir 15 cm da haben. Okay, wir sind jetzt an der Hälterung, haben ein bisschen Wasser abgelassen, damit wir auch mal einen Blick auf die unterschiedlichen Störe werfen können. Was für Störe hast du jetzt hier drin, Sebastian? Wir haben jetzt hier aktuell Störhaufen drin, das ist die Kuka-Stör. Mhm. Dann haben wir sibirische Störe da, wo wir jetzt hier sind. Mhm. Ja, dann haben wir in unterschiedlichen Grautönen, von dunkelgrau bis hellgrau. Und wir haben Albino-Stallet mit drin. Leider. Und irgendwo schwimmt noch ein Wachstum rum. Da hinten der helle, wenn man es sieht. Ja. Das ist ein Wachstick. Ja. Das sind teilweise Kaviarfische hier im Quellwasser. Und teilweise Speisefische. Also die sind jetzt in der Hälterung drin, also praktisch auch, weil man sie später schlachtet oder so? Weil sie geschlachtet werden. Die sind jetzt, was hier drin ist, ist alles zum Schlachten und zum Kaviar produzieren. Mhm. Also 60-70% von den Fischen, was hier drin schwimmen, sind Kaviarfische. Und da unten dieser ganz, der graue, der sehr große. Der, was hier liegt. Ja, was ist das für einer? Das ist ein sibirischer Stör, okay. Bäri. Der ist jetzt, das ist ein Weibchen, der für die Kaviarproduktion ist. Mhm. Und wie alt ist der? Der hat 12 Jahre, hat er auf dem Buckel. Okay. Ja. Das ist, ja. Also in der Störzucht denkt man in ganz anderen Zeiträumen wahrscheinlich, wie jetzt ja, Karpfen und so, ne? Man denkt in längeren Zeitraum. Der Fisch, der große, was jetzt hier ist, der hat 15 Jahre auf dem Buckel, der sibirische, was jetzt da kommt. Mhm. Man denkt halt, die brauchen ja mindestens schon mal 8 bis 10 Jahre, bis die das erste Mal Kaviar haben. Und dann haben im ersten Jahr auch immer nur 10% Kaviar
und dann das nächste Jahr um 20% von der Altersstufe und dann 30%. Es kann auch mal bis zu 12 Jahre dauern, bis er das erste Mal Kaviar hat. Mhm. Das ist, je nach Art ist es auch wieder unterschiedlich. Der Stelle kriegt relativ bald Kaviar mit 6 Jahren. Und der Sibirische mit 8 bis 10. Die Sternhausen, die brauchen auch so 10 Jahre, bis sie das erste Mal Kaviar haben. Und der Wachstig braucht auch so 8 bis 10 Jahre, bis die bei mir das erste Mal Kaviar haben. Also man sagt ja immer, Fisch muss schwimmen. Ich glaube, es wird mal Zeit, dass wir uns ein Glas Wein zur Gemüte führen, oder? Ja, kann man machen. Also bis gleich. Hallo, wir haben ja gesagt, jetzt sind nicht nur die Fische im Feuchten, sondern wir probieren mal ein Weinchen hier draußen am Weiher. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ich habe vom Paul Weltner einen Riesling ausgesucht. Rödelseer Küchenmeister 2012. Ja, probieren wir mal, was der so kann. So. Zum Wohl? Zum Wohl. Geht, oder? Die der Fisch kommt gut zu passen, oder? Gut, ich glaube, zum zweiten passt er dann noch besser. Ja, wir sind jetzt hier am. Wir sind jetzt hier am F5. Das ist die Weiherbezeichnung von dem Weiher. Jetzt in dem Weiher sind die großen Fische drin. Die größten, was ich hier im Betrieb habe, schwimmen hier in dem Weiher. Schwimmhausen drin, es schwimmen Sibirische, es schwimmen Transmodanos, es schwimmen Atlantische Störe mit drum. Es schwimmen Wachstig, Sternhausen. Ich glaube, ein oder zwei Albinos sind da noch fehlgelandet in dem Weiher. Aber so sind hier die Kaviarfische rum. Und der Stör an sich ist ja jetzt nicht ein reiner Raubfisch, oder? Es gibt der Hausen, also der Beluga-Stör, ist eigentlich der einzige Stör, der ein reiner Raubfisch ist. Alle anderen Störarten fressen, wenn sie einen Fisch vor die Mal schon fressen sind, sonst fressen sie hauptsächlich Schnecken, Würmer, Muscheln, kleine Krebse. Das ist denn ihre Hauptnahrung. Jetzt bei mir im Betrieb werden sie alle mit Fertigfutter gefüttert, weil ich kann die Mengen an Schnecken und Würmer kann ich nicht produzieren, dass sich die Fische satt bringen, aber ja, das ist so, was sie bei mir bekommen. Und das fressen sie alle. Also bei mir raubt keiner. Meine Hausen fressen auch Pellets. Und jetzt, wenn man den Fisch selbst isst, also jetzt, wenn ich es jetzt so vergleiche mit Karpfen, dann sagt man ja, so ältere Karpfen, die schmecken nicht mehr so besonders, aber das ist immer gleich. Das ist ein Problem von uns Deutschen, dass wir alles jung schlachten müssen. Ja. Jetzt, man kann einen Fisch, der wo relativ alt ist, immer noch essen. Er muss halt anständig gehältert werden, das ist A und O. Das ist egal, ob es ein Karpfen ist oder ob es ein Waller ist oder ob es ein Stör ist. Anständig hältern, anständig zubereiten und man kann jeden Fisch essen. Das ist bei uns Deutschen, dass man jung schlachten muss. Ja, das ist auch beim Weintrinken das Leidige, dass man immer den Wein jung trinken will und nicht ein bisschen warten kann. Das ist wahrscheinlich das Gleiche. Mehr Geduld. Das Kamerakind, ja. Wenn man schon so über Zubereitungsweise vom Stör redet vielleicht. Wie man zubereiten kann. Was kann man da am besten mit dem Stör machen? Also ich mag ihn relativ gern, wenn er gebraten ist. Das ist mein Liebstes. Also man kann ihn auch kalt räuchern. Das ist ein kalt geräucherter Hausen ist, was richtig gut ist. Man muss halt nur jemanden finden, der kalt räuchert. Aber das darf ich nämlich nicht räuchern. Hat man der Veterinär verboten. Da fehlen mir die Räumlichkeiten dazu und
Ich bräuchte einen extra Raum dazu und das habe ich leider nicht. Aber das Filet, wenn man das brät, ganz normal wie ein Steak auf dem Grill und dann halt 10 Minuten ruhen lässt, 15 Minuten und dann ist es einwandfrei. Man kann es auch dünsten, man kann ihn schmoren, man kann alles mit dem Fisch machen. Alles, was man sich mit einem Steak vorstellen kann, kann man mit einem Stör auch machen. Also könnte ich mir auch gut vorstellen, auch solche Sachen wie Carpaccio, warum nicht? Kann man auch roh essen, ne? Kann man auch roh essen, also. So als Carpaccio. Man kann ihn beizen, wie ein Lachs, dass man dann beizt und roh isst, das geht alles. Fränkisches Stör-Sushi. Naja. Obendrauf ein kleines bisschen Kaviar. Ja. Man kann damit alles machen, also. Ich habe mir jetzt letztes Jahr bei unserem Fischessen habe mich gebraten unter der Pinienkernkruste mit glasierten Karotten und hausgemachten Maltaschen. So habe ich bei unserem Fischessen in Heidsbach gemacht. Mhm. Toll. Und wenn man jetzt so ein dickeres Stück hat, sollte dann innen noch glasig sein oder wie ist es am besten? So wie bei den anderen Fisch brät man immer glasig. Immer, ja. Also gar nicht durchbraten oder Medium oder sonst was, sondern. Immer glasig. Also nur die gleiche Konsistenz. Zwischen 50, ja, ich glaube 50 Grad waren es. 50, 56 Grad sowas. Und du bist ja ein kleinerer Erzeuger, ne? Wie viel Kaviar produzierst du so im Jahr? Ich habe eine maximale Produktion von 50 Kilo. Also Gesamtkaviar. Beri, Albino-Starlet, gemischt alles. Gesamtmenge 50 Kilo. Also das ist limitiert. Und dann habe ich aber... Ich habe immer noch ein wenig was auf Reserve, aber das brauche ich dann zur Zucht. Nee, ist klar. Man kann nicht alles in die Kaviarproduktion verwenden. Das geht nicht. Also, ich muss sagen, jetzt so die Teichanlage, ich finde es beeindruckend, dass du die Fische im Weiher hältst. Es ist halt natürlicher im Weiher wie in einer Beckenanlage. Ja, ja. Also, spielt ja auch irgendwo eine Rolle. Ne? Also, ja, es soll ein Naturprodukt sein und es soll nicht im Kreislauf irgendwo das Wasser aufbereitet werden, es soll ein frisches Wasser reinkommen, wie man sieht. Ja. Aber ich muss sagen, dieses Plätschern, das wird so ein bisschen anregend und der Wein hat auch eine schöne Fließgeschwindigkeit. Ach, du willst nochmal von dem? Möchte jemand nochmal von dem? Ja. Das ist schön. Du musst ein Auto. Okay, ich bin Beifahrer. Ja, das ist dann in Ordnung. Ja. Ja, der Wein, was sagt ihr zu dem Wein? Also ich finde, es ist ein schöner Wein zu Fisch, oder? Nicht so schwer. So, kann ich mir gut vorstellen, wenn er gebraten ist, der Fisch, ja. So. Muss man dann noch mit Kaviar probieren. Das wird das Schwierigste, dass man da den richtigen Wein dazu finden. Ja? Ja, das können wir noch hier im Flachraum können wir das ausprobieren. Ach super. Okay. Also. Können wir Kaviar probieren. Bis gleich. ja, jetzt sind wir bei den Großen. Hier drüben ein ganz großer, das ist ein Hausen, oder? Das sind die Lugerstör, ja. Hausen. Europäischer ja. Hausen, die Lugerstör. Ja. Ja. Und wie alt kann eigentlich so ein Stör werden? Also die Belugas werden an die 100 Jahre alt, oder über 100 Jahre können sie sogar werden. Okay. Die Sternhausen so 60, 80 Jahre. Ja. Der Albinus-Stallett hat eine Lebenserwartung von 30 Jahren. Haben wir im anderen Becken drüben. Mhm. Und ja, die können einen überleben, wenn sie davor nicht gegessen werden. Also wenn man die sich als Haustier anschafft, sollte man es gut überlegen, oder? Ja, wir sollten sie halt überleben, was danach ist. Ja. Das sind jetzt hier Fische, die praktisch schlachtreif sind, oder? Die sind schlachtreif, ja.
Die werden auch geschlachtet, was hier in dem Becken sind. Mhm. Und im anderen Becken ist ja, glaube ich, auch der Albino-Stör. Ne? Eine Albino-Störe mit drin. Sind also diese Weißen. Die Weißen. Wie kommt es zu den Albino? Eine Mutation. Das ist eine Mutation vom Stallet. Ja. Reinen Stallet habe ich jetzt in dem Becken gar nicht drin. Mhm. Aber wenn man sich jetzt den vorstellen würde, in Schwarz. Okay. Bei dem Dunkle. Also wenn man der Fisch, der wo daneben dran liegt, so in der Art. Mhm. Aber der Albino, das ist jetzt der, von dem der Kaviar produziert wird, der weiße Kaviar. Ja. Der das Zahngold oder der Goldkaviar, je nachdem wie man nennen möchte. Mhm. Mhm. Also im Endeffekt so preislich gesehen die Spitze. Preislich gesehen die Spitze mit dem Beluga-Kaviar. Mit dem Beluga-Kaviar. Mhm. Richtig alter Beluga-Kaviar, also von einem Fisch, der wo über 50 Jahre alt ist, kostet außer Geld. Ja, das Kamerakind. Das Kamerakind denkt, wir sollten mal was probieren gehen. Alles klar. Dann schauen wir mal weiter, ja, oder? Probieren. Bis gleich. Das Wichtige ist, dass man beim ersten Öffnen so einen Klick hört. Das ist ganz wichtig. Dann sieht man, dass die Dosen richtig verschlossen sind. Das ist jetzt ganz frischer Kaviar. Jetzt von vorgestern. Mhm. Jetzt. Also man isst ja nicht mit dem Edelstahllöffel, macht man nicht. Kaviar isst man immer mit einem Perlmuttlöffel. Aber mit einem Plastiklöffel kann man es auch machen. Okay. Einfach noch. Einfach ein bisschen? Ja. Ich habe da jetzt nicht so viel Übung. Ist das okay? Ja. Ich will eine Ladung hier. So. Das ist ja viel erwischt. Kein Problem, die Dose muss leer werden. Okay. Wenn sie auf ist. Kein Problem. Wenn sie auf ist, muss er leer werden. So, machen wir jetzt alles richtig. Also, normal isst man ja vom Handrücken. Mhm. Ah ja. Ja, also das ist. So wird er geschaut, ob er gut ist. Man kann ihn auch vom Löffel essen. Also es ist nicht so ein Muss, dass ihr es vom Handrücken essen müsst, aber so isst man normal, dass er ein bisschen warm ist. Mhm. Mhm. Also. Okay, in eine? Mhm. 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 Der Vorname. Mhm. Also, der Furcht neu probieren, also das ist nicht so, dass hier da. Probier mal, du verpasst was. Du verpasst was. So. Der schmeckt jetzt nicht nach Fisch. Nee. Mhm. Und wirklich super frisch. Also, was soll ich sagen? Also, so frischen Kaviar kriegt man normal nirgends. Die Dose, die wir da mal hatten, ne? Schon lange ist her, die Pfunddose, ich habe es vergessen. Da. Und das ist halt was Besonderes. Und man sieht auch, dass es ein relativ großes Korn ist, wenn man anschaut. Dass die Körner relativ groß sind. Schöne Farbe, ne? So. Also der ist jetzt. Fast schon andere Zit, ne? Ja, wenn er jetzt noch 2 Tage, 3 Tage länger liegt, dann wird er dunkler. Umso älter, dass er liegt, umso dunkler wird der Kaviar. Also wenn der so ganz dunkel ist und die auch kleiner werden, das hat das mit dem Alter zu tun? Oder? Das Ei, dass das kleiner wird? Nee, also das Ei bleibt so groß, wie es ist. Wenn okay. Das ist, wenn man anschaut. Ich halte mal näher hin. Ja. Ich zoome noch mal ein bisschen. Ja? Also das ist ein 3,4 mm Korn. Also das ist was richtig was Besonderes. Mhm. Die großen. Ja. Das macht es im Hundern. Super. Kannst du jetzt so einzeln blub blub machen. Ja, das ist aber bei dem nur. Hast du nicht gesagt, dass es beim gezüchteten aus der Kreislaufanlage eher die Eier kleiner sind? Genau. Sind kleiner. Da müssen wir den gewohnt, den kleinen. Aber das, ja. Ja, das kommt das dabei jetzt auf die Art immer drauf an. Das ist jetzt Albino-Kaviar, also Almas. Glaube ich mir gar nicht. So, das ist die Dose schon. Das ist,
Da muss man durch. Das ist jetzt wieder ganz anders. Das ist ein kleineres Korn beim Albino. Der ist genau am selben Tag produziert. So. Ja. Tunnelfarbe. Das ist etwas ganz was Besonderes. Also von dem produziere ich maximal 2 Kilo. Maximal. Und das ist aber dann schon viel, also 2 Kilo von dem zu produzieren. Der ist jetzt komplett anders. Der ist ganz anders von der selbst. Wenn wir anschauen, die Körner. Der Größenunterschied von den Körnern. Aber wir müssen sagen, es ist milder, ne? Bisschen der Weiße. Hm. Aber da sind noch mehr Geschmackskomponenten dabei beim Weißen, finde ich. Das kann ich jetzt nicht sagen. Also mir ist persönlich ist mit der. Also der schmeckt stärker. Ja. Stärker, finde ich. Aber klar, von Fallenschwingen, wenn man sagt, das noch einmal. Das ist etwas Besonderes. Also in der Qualität ein Albino-Kaviar zu kriegen, ist auch immer schwierig. Das wäre das, wenn ich probiere, muss ich sagen. Ich habe noch nie Albino-Kaviar. Das ist ja Wahnsinn. Aber ist toll. Ja, also der, wenn der so richtig gut nach 2 Wochen ist, ja optimal. Was passiert dann noch, dass der Salz noch nicht durchzieht? Aber ja. Aber überschmeckt mit Salz. Ich verkaufe ihn frisch, weil es mein Markenzeichen ist. Und wer ihn dann länger lagern will, der kann das selber entscheiden. Ja, aber das ist frischer, das kommt man sofort. Also das ist und es schmeckt nicht nach Fisch, oder? Ja, nein. Schmeckt doch nicht wie der. Ja, ihr freilich. Nein, das war jetzt nicht. Das ja, noch weiter. Da ist eine trockene Luft dafür, oder? Ja, das ist schon recht trocken. Musst du dich kontrollieren? Cool. Doch mal, genau. Das ist aber gut, aber was kann dazu? So viel da ist gar nicht von der Krankenblöße. Ja. Doch schon, ja, wenn man es direkt daneben hält, ne? Ist fast doppelt so. Nein. Wie macht das jetzt der Alexander Herrmann? Weil der kann ja da nicht so mit so großen Dosen da um sich werfen, ne? Und der hat wieder Kalkulation im Tenor, oder? Ist er da so häufig also, oder was macht der da so von Dichte? Da muss ich auf der Internet, auf muss der man mal schauen. Facebook-Seite, der hat dann auf dem Schiff dann drauf. Das kann man gleich sehen. Gleich der? Kein Wein? Da bin ich schon jetzt ein Wodka. Eieiei. Kann man schon sagen. Also ich verwende auch nur deutsches Steinsalz, also. Ja, also nicht deutsche Hawaii, Meersalz oder was, ja. Deutsches Steinsalz. Und das wird dann genau abgehoben oder so, oh, gefühlt? Das wird abgehoben, 4% Salz sind drin. 4%. Hey, nein, das ist wieder... Das hat man aber dann irgendwo gelernt, oder muss man das auch ausprobieren mit der Zeit, dass man da so drauf kommt, wie das auch... Ich habe einen Kahn, der jahrelang Kaviar produziert hat. Ach so. Der ist leider schon gestorben. Und der hat gesagt, mach doch statt 3% 4% Salz, hast du einen Monat längere Haltbarkeit. Und das 1% Salz reizt nicht raus. Nee, das ist. Wie sieht es eigentlich so mit dem Vertrieb aus? Kann man bei dir anrufen und bestellen? Oder? Anrufen und bestellen, das ist einfach bestellen. Und schickst du das dann zu, oder? Also ich schicke das auch zu, abholen ist mir liebere oder ich liefere, das ist mir auch noch lieber. Aber natürlich, wenn jetzt einer 230 Gramm nach Hamburg oder was, da wenn die jetzt das fahren, ne, das schicke ich. Da habe ich mein Lieferunternehmen, das ist 24 Stunden unterwegs. Oder Wien. Die Klasse? Die fahren wir da. Kannst du so hin? Aber nicht voll. Ja, wenn jetzt mal russische Freunde da sind, ist das so sein. Außer wäre es das falsche Glas. Das ist also ein großes Glas. Nein, das ist kein großes Glas. Was?
Wasserglas ist das normale Wodka-Glas. Kleines Stammball. Das ist so mehr wie ein kleines Stammball. Das ist der, wo gerade Kopfweh macht. Achso, okay. Also wir sind ja den schlechtesten Wodka zum besten Kaviar. Was ist denn das eigentlich für ein Wodka? Nur das russische. Beluga. Ach, Beluga-Wodka, das passt ja. Ja, hab leider kein Beluga-Kaviar. Hab nur nur Cedra-Kaviar. Aber der kommt doch, ne, der Beluga. Ja, läuft schon. Ja, das läuft immer noch. Das läuft die ganze Zeit. Kann ja schon halten. Das gibt auch Takes. Okay, wir haben gedacht, ein bisschen russischen Landwein dazu. Sollte also eigentlich passen. Also, auf den Edeln später. Was drüber wir? Achso. Fast schon zum mild, ne? Ist gut, aber ich muss ehrlich sagen, ich würde einen Weißwein dazu trinken. Weil da ist der ganze schöne Kaviar-Geschmack weg, oder? Ja. Das ist ja, wenn man hinterher wieder noch einmal probiert. Okay, also ich würde sagen, wir probieren es mal mit dem Silvaner, Weingut Ruck, Iphöfer Julius Echterberg, großes Gewächs 2011. Mal schauen, wie der gegen den russischen Landwein abschneidet. Wohl. Wohl. Na gut. Ich glaube, also ich finde, es kommt zum Kaviar besser als Wodka. Ja, sicher. Das ist dezenter, ne? Das ist dezenter, ja. Aber Süßwein ist es wieder nicht, ne? Nein. Das würde auch nicht zum Kaviar passen. Ja. Das glaube ich auch. Also, tolle Kombination. Ich muss sagen, ich war jetzt noch nicht so Kaviar erfahren, aber schmeckt mir unheimlich gut. Ist ja auch was Besonderes, also kriegt man nicht überall in der Region. Nein, nein. Und vor allem, weil das Ganze auch handwerklich gemacht ist und die Fische im Weiher aufgewachsen sind, glaube ich, was ganz Besonderes, ja, was du da machst. Und toll. Also, ich kann auch nur viel Erfolg wünschen. Bin mir sicher, der kommt auch. Ich kann es nur empfehlen. Und was vermarktest du es nochmal? Ja, aber wenn man Kaviar liebt, dann machen wir diese richtig großen Dosen. Aber wenn sie heute nicht mehr bezahlbar sind, aber. Da muss man russisch denken. Größer ist besser. Ja. Also, mein Kaviar vermarkte ich unter dem Namen Hesselberg Kaviar. Wenn man jetzt hier sieht, Ocedra. Das ist die Marke von dem, das ist jetzt von Ocedra von Peri. Der Klick war und die Dose ist zu. Also ich produziere Ocedra Kaviar und den Almas Kaviar. Das ist Hesselberger Gold Kaviar. Es ist Connor Gold, das ist vom Albino Stadel. Und der Ocedra produziere ich vom Sibirischen Stern. Sebastian, vielen Dank, dass wir bei dir reinschauen durften. Kein Problem. Das ist, glaube ich, ein großes Privileg. Vor allem auch, dass wir probieren durften. Und also ich bin ganz baff. Ich glaube, Kaviar ist eine Sache, die man sich ab und zu auch mal gönnen sollte. Ne? Ja. Kann man leider nicht jeden Tag, aber ab und zu sollte man sich's gönnen. Und ich finde es toll, dass du das hier in Franken produzierst. Und mich hat wirklich die Qualität umgehauen. Ja, also total frisch. Ja, und auch von der. Er ist ja, glaube ich, größer als der. Ja, also das Korn ist größer als. Ja. Ist halt auch ein alter Fisch. Also. Ganz großes Kino, um es mal so auszudrücken, und vielen herzlichen Dank. Ich kann es euch nur empfehlen, gönnt euch mal ein Döschen. Und ruft einfach hier an und ja, lasst euch verschicken. Du verschickst ja auch, gell? Ich verschicke auch, ja. Super.
Also bis zum nächsten Mal und vielen herzlichen Dank. Viele Grüße aus Franken. Esst ab und zu oder esst mehr Kaviar.